Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Wie, du bist noch nicht so weit. Musst noch Haare machen, ja? Ich muss kurz gucken, ob ich mit oder ohne Brille besser aussehe, ja? Wahrscheinlich gar nicht. Ich wollte schon was sagen, hallo? Zieh das Ding auf! Guten Tag. Hey, die war doch nur für was anderes und nicht so. Also warte, ich mach das jetzt mal ganz kurz. Aber ohne, weil das ist authentischer. Ja, ja, genau. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und die Shenaya und die Bianca, die sind ja immer noch da. Da schleicht sich ein Manns Heulwurf an. Guckt, wie er da vorbeischleicht. Die zwei. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Die hat vorhin einen Shiny gefangen, die jetzt auch. Deswegen freuen die sich wahrscheinlich so. Die haben gesagt, was der Isbo und der Hannes können, das können wir schon viel länger. Ne? Und haben gesagt, die wollen auch mal so ein Bier-Tasting machen. Ich habe schon gezeigt, der Marc Niemals hat so ein Fan-Paket geschickt mit diversen Biers. Jetzt hat die Bianca da ihr Paket da. Da waren auch nochmal Biers drin. Und da ist der Bierwächter da drüben. Der hat das jetzt alles schön aufgebaut. Ne? Gelogen, das war ich. Da wollen wir kurz mal zeigen, was wir heute nämlich mal testen wollen. Wir teilen uns da rein. Einfach nur, es geht ja nicht ums Betrinken, nur mal den Geschmack wahrnehmen. Wir haben hier ein schönes Heineken. Heineken, ne? Von Heineken Original, ne? Mit, ach, das sag mal dann, wie viel das hat. Wir haben ein gutes 5-0er Original, aber das ist das Zitrusbier mit Wodka. Wir haben das Warsteiner Brewers Gold. Wir haben diesen Pilsador Pilsner mit dem Löwen. Wir haben Grevensteiner C&A Veltins Naturtrüb Landbier. Wir haben Pilgerbier Paderborner. Wir haben das Kronenpilsner aus Dortmund. Wir haben das Brinkhofs Number One. Wir haben diese drei Papierbiere, einmal die Eule, einmal den Adler, einmal den Wolf und dann am Ende gibt es noch ein Faxe, fertig. So, wollen wir gleich das erste aufmachen. Na logo. Habt ihr etwa Lust? Na los. Natürlich. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich mache das nur mit, weil es der letzte Tag ist und es so als Gastgeber man so macht, aber der Rest ist so. Das ist jetzt hier das gute Heineken. Das heißt, man kann mal das ist ausziehen. Das Standardbier bei Bianca zu Hause. Wie viel Prozent hat er? So kennt sich doch aus, sonst muss ich nochmal drauf. 4,9 glaube ich. Warte mal. Ne, 5 sogar. Hallo Melanie. Team Melanie ist zurück. So, guck. So, Schatz gemacht, wunderbar. Das erste ist wahrscheinlich jetzt noch ausführlicher. Und dann ist es nicht so ausführlich. Oh, guck mal, so schenken die das immer ein. Das ist doch total toll. Beim Bierpong wird das auch so eingeschenkt. Überall immer nur Schaum drauf. Ja, wir spielen aber kein Bierpong. Gummischuhe sind auch am Start. Das hat 5. Okay, wir stellen es mal kurz dahin. Und dann würde ich sagen, Prost. 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 Trinkt hier mal einen Schluck und Prost. Biermann im Bierzelt, im Unsichtbaren. Und dann sagt er gleich, wie es schmeckt. Oh, schon ein schöner Milchbart. So, lecker. Und? Super, the best. Nicht ein bisschen bitter? Nö. Mit viel Schaum dran. Ja, fast weggetrunken, Schaum. Und der Jänner? Ja, schmeckt auch ganz gut. Das Beste bis jetzt, oder? Ja. Mann, haben wir Glück gehabt. Ich habe jetzt mit was anderem gerechnet. Das hat wirklich bis jetzt. Das ist das erste Bier auch, was ich heute trinke. Nicht wie die, ich möchte nicht sagen, dass die heute schon hier immer zu, aber... Die? Wie das halt, nicht die, aber das. Dann machen wir es halt so. So, jetzt machen wir kurz eine Pause. Da können sich alle übergeben, dass das zweite reinpasst. Und dann gucken wir mal, mit was es weitergeht. So, nach eingehender Beratung haben wir uns dazu entschlossen, dass wir gar keine Beratung gebraucht hätten. Und deswegen machen wir jetzt einfach mit dem zweiten Bier weiter. Und ich sehe, ohne Bart ist mein Gesicht noch käsiger als zuvor. Deswegen jetzt das 5-0er. 3 Minuten später. Zitrusbier. Du darfst es immer wieder aufmachen, weil wenn dir der Nagel abliegt, kannst du dir einfach 9 holen aus deinem Studio. Nee, wir machen keine künstlichen Nägel. Kurze. Wir machen keine künstlichen. Habt ihr auch kurze? Schreibt es mal in die Kommentare. Das hat wie viel Prozent?
Ich halte es zu, damit es keiner Ganz sieht. 5-2, ne? So, das heißt, wir schenken uns. Verdammt nochmal. Genau, da fehlt doch noch ein Becher. Das hat der Dings immer getrunken, der Bansa. Den werdet ihr nicht kennen, den kennt der Maulwurf. Kennt den, oder? Genau. Gibt's den noch? Paul Panzer? Wer hat andere? Ich bin ja nie draußen, deswegen sehe ich immer keinen und deswegen ist das alles wurscht. So. Das ist der Paul Panzer. Das mal, wie gut er das fasst. Gleich mit Citrus mit Wodka von 5-0. Ich muss nicht so viel trinken, das ist schön. Da würde ich sagen, Prost. 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 Mit euren rosanen Bechern. Fühlen Sie sich beobachtet? Ein bisschen? Nee, wie komme ich da drauf? Oh, das ist lecker. Mhm. Ähnlich wie das mit Maracuja. Mhm. Der Schnauzer ist das Beste. Ich habe schon wieder alles übers T-Shirt gekippt. Also schmeckt wie ein Radler. Ja, irgendwie schon. Ja. Angenehm, sehr angenehm. Obwohl es von 5-0er extra Radler gibt und dann machen sie sowas. Nur, dass es nicht 2-5 hat wie ein Radler, sondern 5-2. Also mehr als ein Radler. Umgekehrt. Ist das jetzt besser also diese als das leichte, erste? Diese leichte, ja, das erste ist ja halt ein Bier. Wie ja? Bitte? Und das ist so ein... Ja, kenn ich nicht. Hat eine angenehme Zitrusnote. Hab mit Raketen nichts am Hut hier. So, also wir steigern uns langsam. Jetzt müssen wir kurz austrinken. Und dann müssen wir wahrscheinlich das dritte nehmen und dann suchen wir uns eine andere Bank. Sonst wissen die ja, wo wir sind. Hahaha, also noch... Das ist nicht lustig. So, die Weiber machen Zumba. Der Ramses sieht aus wie Timon und Pumba, beide zusammen. Das ist das Brewers Gold und da steht nämlich drauf, das hat 5,2, also so viel wie das Citrusbier mit Wodka. Da war Wodka drin, das fällt mir jetzt erst auf. So, möchten Sie das mal wieder öffnen hier? Du musst umdrehen, sonst kriege ich nicht auf. So. Ja, andere können das auch anders. Nächsten drei darfst du dann öffnen. Okay, also, ich krieg das aber bestimmt nicht so elegant schaumig hin. Das ist. Wenn da gar keinen, dann ist doch sogar noch besser. So, mal. Oh, ist das hier braun. Aber nicht meine Brust ankleckern hier. Oh, auf die Brust, auf die Brust. Auf die Hände, auf die Hände. Schöne Hände. Schöne Hände. Schöne Hände. So, ich hätte jetzt sagen können, gestern hat sich auch nicht gestört, aber das führt wieder zu Verwirrung. Und deswegen habe ich mir das jetzt gespart. Jetzt probieren wir das auch mal, was das jetzt hier ist. War das hier? Ups. Da, Prost, Prost. Jungs Prost. Und Mädels. Ich muss mal ja nicht filmen. Hier, für dich, Kamera. Das sieht so Bernsteinfarben, irgendwie so dunkles Bernstein. Das ist ein bisschen sehr bitter. Schwarzbier. Bislang ist das mit dem Wodka am besten, wegen der Zitrusnote. Naturtrüb Bernsteinfarben steht sogar drauf. Und der gärige, naturtrübe Bierstück. Ich kann nicht trinken, ich weiß nicht. 5,2. Immer wenn ich trinke, es läuft links und rechts einfach. Liegt bestimmt an dem Bart. Ne? Das Flüssige läuft runter und der Schaum bleibt einfach kleben. Es ist, ja, es ist bitterer auf alle Fälle. Ja. Bitterer. Ist jetzt also nicht so dein Fall, sagst du, ne? Also nach dem leckeren Süßen gerade ist das ein definitiver Unterschied. Krasser Unterschied, ja. Da kommt es halt vom Kindergarten zurück. Ja. In den Aber Leistungssport, es ist jetzt nicht schlecht, dass man hat eine bittere Note auf alle Fälle. Ich sag mal so, man kann es trinken. Trotzdem sehr leicht, ne? Leicht? Ja gut, das stimmt schon. Es gibt einen schmeckt bitteren, trotzdem leicht. Es gibt noch Schlimmeres. Das nächste Mal kriegst du die ganze Dose. So, wir müssen jetzt wandern, weil der Manns und der Haulwurf, der muss nämlich zum Sport. Guck, wie dicker geworden ist, deswegen muss er erstmal zum Zumba bei die Mädels. Die Jacke, das sage ich auch immer. Das ist die Jacke. Die liegt zwar da unten, aber das ist die Jacke, ne? Also so, so richtig professionell. Guck mal, ich bin ein Pirat. Und das ist mein Äffchen. Die haben ja eigentlich einen Papagei oder sowas. Das ist anders. Das ist immer noch der Manns Haulwurf. Das ist mein beleuchteter Arm. Das ist der Bierschanker. Das ist die Jenna. Hier ist Johnny Knoxville. Guck. Und wir haben jetzt die nächsten drei Dosen. Wir haben jetzt mal hier dieses Kronenpilsener rausgesucht. Das hat
4,8 ist das leichteste bis jetzt. Wir haben jetzt mal gewechselt. Die Jenna muss nämlich jetzt hier sich übergießen lassen und muss auch die Dose öffnen. Aber warte, ich muss es ja so rum machen, sagt ihr immer. Wow! Oh, ich krieg's doch so schaumig hin. Voll ins Auge. Richtig genial. Yay. Und jetzt geht's hier wieder ans Eingemachte. Und dann wieder so drüber geht. Yay, ich werd nass. Wo? Irgendwo. Hey, das ist doch so eine Jacke, da perlt doch alles ab, oder? Wie Perlo. Die legt man immer vor die Toilette und dann... Da guckt alles in die letzte, das ist doch herrlich. Das Gute. Von wem war jetzt was? Kronenpilsner. Ich nehme das in der Mitte, weil ich immer das in der Mitte nehme. Am besten behältst du das erste und gibst dir das andere. Okay, nimmt einfach. Und dann habt ihr wieder hier einen Prost. Prost. Prost, Neujahr. Und dann könnt ihr wieder trinken und könnt ihr mal gucken. Was ist denn das? Da ist ein Stern am Himmel, am Firmament. Bitter! Ja. Weil du jetzt die Brezelsticks gegessen hast. Ja, das letzte war bitter. Wobei, oh ja. Das ist wirklich bitter. Die Nachwirkung ist bitterer. Ja. Das war bis jetzt das Beste. So. Nee. Wodden, das war irgendwie. Ja, das Wodden war am besten. Wegen dem Zitrus aber auch, ne? Ja, aber ich sag mal so, man kann's trinken, ne? Das schmeckt sehr herb, halt, sehr herb, bitter. Ja, ja. Herb, bitter. Mhm, okay. Ja, so. Der Nachgeschmack irgendwie. Also man denkt sich auch, schmeckt gut und dann plötzlich kommt da der Nachgeschmack. Wir haben gar kein Bewertungssystem. Wir hätten so Punkte vergeben müssen von 1 bis 5 und dann so jetzt so 2 von 5, ne? Dass man irgendwie mal weiß, was schmeckt denn und was nicht. Wenn man bei ihm sagt, kann man trinken, ne? Dann ist ja alles egal. Ich glaube, wir machen gleich weiter mit dem nächsten. Damit sie das schnell vergessen, das war nämlich herb. Ne? Das ist das Tor, was jetzt zugegangen ist. Was man benutzen kann. Sag mal, ich bin hier drüben, wenn irgendwann das... So, ich bin der weiße Marshmallow und wir haben jetzt noch ein Bier da, ne? Deswegen haben wir jetzt eigentlich hier dieses Bier. Das ist nämlich hier dieses Pilgerbier. Das ist nämlich das Paderborner Pilgerbier. Das ist nämlich naturtrübes Paderborner Pilgerbier. Und das hat... 5. 5,0% mit einem... goldenen Krusty, guck dir das an, das sieht auf jeden Fall sehr, das müsste dem Geitsch eigentlich richtig gut gefallen. Oh, wir wollen keine Namen nennen, dem Mann Saulwurf müsste das richtig gut gefallen. Gebene, was sagst du dazu? Ja, danke schön. So, Jenna, du darfst Jenna. Hier mal an der Lasche ziehen. Ah, mein Einsatz verpasst. Wappa. Jetzt schenk mal alle drei ein. Oh. Also du sollst einchecken, nicht verkleckern. Das sieht schon wieder so Cola-mäßig aus. Na, so Bernstein. Du hast die Perljacke. Jenny, die feuchte. Die feuchte Schnecke. Ja, das ist nicht meiner. Der ist nicht da. So. Da wird ich greif wieder in die Mitte. Wie zur was? Mitte, zur Titte. Ja, zack, zack. Wieso kommst du nicht da drauf? In der Mitte war keine Brust, deswegen nehme ich sie noch von da. Prosit! Wie Seth Rollins, nur der klingt anders. Warum hältst du eigentlich den Mistelzweig da die ganze Zeit? Ich weiß nicht, weil du gesagt hast, ich soll Licht machen. E.T. So, wie schmeckt das jetzt eigentlich? Habt ihr überhaupt probiert? Ich weiß nicht, was sie da machen. Ich habe bislang nur Schaum getrunken. Das ist auf alle Fälle nicht so herb wie das davor. Es ist süßlicher. Wesentlich angenehmer als das davor. Ich habe geguckt, ob ich da Schaum habe. Sorry. Was süßlicher ist es? Es ist süßlicher, ja. Mhm. Süß. Der Schaum schmeckt lecker. Es ist doch gar kein Licher. Warum ist es denn nicht süßlicher? Ja, ist angenehmer. Mhm. Wir sind nicht besser. Es ist nicht so herb im Abgang wie das andere. Das andere war so ein bisschen... Ja, der Abgang, der war... Da ist er. Es war ein bisschen... Das andere war so, weiß ich nicht wie... Am Anfang denkst du, ja, schmeckt lecker und plötzlich kommt dann der Nachgeschmack. Der schmeckt nach Cheese Jalapeno. Also... Besser, habt ihr gehört, besser. Wir machen Runde für Runde jetzt so. Das ist jetzt 3 in der zweiten Runde und das ist bis jetzt das Beste aus der zweiten Runde. Den Rest weiß eh keiner mehr und deswegen gehen wir gleich dann zum dritten Bier. So, wir sind zurück. Wir sind mir. Die Damen haben gerade noch ein Bäuerchen gemacht. Dann passt wieder was rein.
Wir haben jetzt hier dieses Grevensteiner G&AV Veltins. Was ist das für ein Name? G&A. Punkt Veltins. G&AV. GAV. Und hier G, das ist ja alles markiert. Das ist ja extra rot und das auch. G&AV. Das ist auf jeden Fall naturtrübes Landbier, original, süffig, mild im Charakter. Und 5,2. So. Die Jena macht jetzt mal diesen. Ich bin jetzt eine Stadt, oder? Yo! Yo! Wo ist das Shiny? Ein Shiny Bier. Ach, das sieht schon wieder so braun aus. Ja, weil es naturtrüb ist. Ich dachte, naturtrüb ist einfach nur ausgewaschen. Das ist viel zu goldig. Goldig, braun, malzig. Das ist meistens dann sehr lecker. Stand da nicht was mit malzig drauf? Nee, süffig stand drauf. Süffig stand da drauf. Ich wusste nie, was süffig bedeutet. Was bedeutet süffig? Gut Na, oder süffig schlecht? Bedeutet, dass es so sehr gut schmeckt, dass es süffiger Geschmack ist, den man gut trinken kann. Immer süffig nachtrinken. Man hab ich'n so gehabt, weil es süffig war, gell? Weil so zum heißt Beispiel das Kölsch dann. Ist auch sehr süffig. Ja. Weil es eben sehr schnell. Ich dachte, Kölsch ist ja wässrig. Aber deswegen Wasser ist auch süffig. Ja, jetzt verstehe ich das. Dann nehme ich so lange schon mal hier die Mitte. Und sag mal Prost an die Schnitten. Prostet. Bierpower! Ach so, ja. Willst du den auch gleich noch machen? Und dann probiert mal. Ich kann kein Bierpower. Oh, das ist übelst lecker. Oh. Du kannst nur Pfeffi bauen. Beim nächsten Mal bei uns im Rewe hole ich mir das. Das ist richtig lecker. Bei uns im Rewe gibt es sowas gar nicht. Es ist leicht süß, oh, es ist leicht herb, es ist richtig geil süffig. Ich merke nur Schaum. Also das hole ich mir demnächst wirklich mal regelmäßig bei uns im Rewe. Das ist echt gut. Das kann die Shinaya sich erholen und an mir schicken. Ja, wenn es ein Kölsch-Paket gäbe oder Guck so. Mal dann. Hier, ich habe was gefunden. Schick mir es. Okay, alles klar. Oh, Scheiße, jetzt muss ich es mir nochmal kaufen. Jetzt habe ich mir ins Dekolleté geklackert. Jetzt wird's dreckig. Nass, nicht dreckig. Frauen, ne? Ja klar, du musst immer da, wo die Kamera hinzeigt, theoretisch. So. Ciao. Das klingt schon mal gut. Was? Was war da denn los? Sorry. Also eigentlich hätten wir das erstmal ordnen müssen nach den Brotzähnen. Das hat 7,5. Das steht auch sehr ungünstig hier. Der Wolf ist mit 8,5, der Beste. Na, dann nehmen wir den komischen... den Fisch nehmen wir als erstes. Ich sag nicht, dass das ein Adler ist. Ich dachte, es wäre ein Vogel. So, wir haben jetzt gedacht, weil wir sind jetzt ja am nächsten Hotspot, wir haben gerade noch einen Raid gemacht mit den Girls, ihren Lieblingsmitspielern, und die Sarina hat sich auch mega gefreut. Und deswegen wollen wir jetzt mal diese drei Flaschen mit diesen Tieren drauf, in diesem Papier. Die kommen aus Rügen. Das ist nämlich, guck mal, das ist Baltic Aale. Das sind Premium ausgezeichnete Biere. 7,5% seltenes Bier. Habe ich aber Glück, dass ich eins in der Hand habe. Seltenes, ein Shiny. Viermal World's Best Beer. Das andere, das seht ihr dann, das ist fünfmal World's Best Beer. Also das ist schäbig, das müssen wir zuerst trinken, bevor wir jetzt so fünfmal Best Beer kommen. Das möchte der Bierschanger jetzt versuchen, irgendwie zu öffnen. Wir müssen das Papier erstmal abmachen. Nein, es geht auch mit Papier dran. Versuch's, glaub mir. Nein, erzähle dir die Geschichte deines Lebens. Pass mal auf, das Bier kommt von mir von zu Hause. Ne? Das kommt aus Rügen, dieses Bier. Ich dachte, du kommst aus Güstrow. Ja, und Rügen ist eine Insel, die über uns drüber liegt quasi. Rügen ist die Insel. Ja, Rügen liegt über uns. Hey! Hoppa! Sauber! So, was ist denn das? Das ist ein bisschen schaumig. Da freut sich aber einer. Ach so, da war ja noch was. Ach, jetzt muss ich hier so schräg. Jetzt schenk mal das mal ein. Das riecht schon total lecker. Denk dran, 7,5, World's Best 4, Bier 4. Aus Rügen. 4 irgendwas mal gemacht. Mit dem Weißkopfseeadler, ne? In Shiny. Oh, guckt euch das an. Riecht ihr das? Jetzt müssen wir das mal hier hinterlegen.
ich nehme den aus der Mitte. Das ist der Jenner, das Prost. Ist der Shanga. Prost. Prost. Ich glaube, ich habe komplett vergessen, was wir überhaupt zum letzten Bier gesagt haben, aber... Das war nicht so gut. Doch, das war das Cremesteiner, das war es lecker. Das war süffig, stand glaube ich auf der Verpackung. Süffig, ja. Deswegen nimmt man das. Und das ist selten, ne? Schmeckt auch richtig selten das wahrscheinlich. Das schmeckt lecker. Also shiny Bier ist das... Ist leicht süß, ganz leicht her. Und das ist eine gute Mischung. Aber es ist ein ganz frischen Bart. Na, das macht kein Milchbad, das mag ich nicht. Die anderen haben viel mehr Milchbad hinterlassen. Ich finde, es schmeckt ein bisschen säuerlich, wenn ich das mal so sagen darf, ja? Säuerlich? Nee, nicht. Nee, da ist nichts sauer. Es hat einen frischen Nachgeschmack. So. Ich glaube, die Damen, die haben auch schon Pfefferminz getrunken, deswegen merken die das nicht mehr. Ich bin ja der Kenner, das ist ein bisschen säuerlich. Wer ist hier die Bierjunker? Schmeckt nach Frühlingsrolle, deswegen. Aber wir haben noch einen 7,5er da und noch einen 8,5er. Da sind noch andere Tiere drauf, die ihr sammeln könnt. Und deswegen werden wir gleich mal schauen. Weil das ist jetzt hier die seltene Bierrunde mit drei Papierbier. Weißt du, wir beide haben heute schon einen Shiny gefangen. Deswegen schmeckt uns das. Ja. Shiny! Stehe ich nicht. Gut. Die Eule war das. Beide gleich. Nein, ist ja nicht gleich. Die Eule hat so viel wie der Adler mit 7,5 und das andere hat 8,5. Das heißt genau, die Wölfe kommen zum Schluss. Au, au, au. Ja, die sind noch total bekloppt. Guck dir das an. Kannst du vielleicht mal warten, dass ich das mal ankündige? So, wir haben jetzt also das zweite. Das ist diese Eule. Guckt ihr euch an. Da steht nämlich hier Baltic Stout 7,5 Seltenes Bier. Ne? Das ist auch nur viermal World's Best Beer Award. Das ist also gar nicht so gut. Da wollen die schon so tun, als würden sie da oben das Papier abmachen. Ich hätte es einfach mal so probiert aufzumachen, aber... Aber dann mache ich mich ja dusselig, das geht nicht so, weil das Papier das behindert doch. Beim letzten machst du es bitte mit Papier. Okay, beim letzten mache ich es mit Papier. Ja, also jetzt einmal das Abziehen. Mit Schutz mache ich es beim letzten. Mit Schutz, genau. Ah, Schutz ist, also, immer gut. Oh mein Gott, die Umweltverschmutzung. Das ist so gut, das Ökopapier, das löst sich auf. Ah. Ach! Zwei, beim letzten brauchst du oh, drei. Oh, guck mal, wie braun das ist. Wow. Ihhh, Laumas Käsekuchen. Okay, das heißt, ich möchte das eigentlich gar nicht. Da kommt die ganze Kloake raus, okay. Wir füllen es mal ein in die Bechers. Da. Ach du Scheiße. Oh, guck mal, wie dunkel das ist. Ach, das ist Scheiße. Das sieht aus wie Samyang-Soße. Ja, das ist die Samyang-Spicy-Soße. Wow. Einfach nur. Das ist Sirup einfach nur in der Flasche. Aber wirklich, oh. Der hat sowas schon gesehen. Das legen wir mal dahin. Dann machen wir mal so. Dann nehmen wir mal diesen. Habt ihr schon mal einen Becher Samyang-Soße gesoffen? Ja. Dann würde ich sagen, Prost. Prost. Das riecht aber stark. Prost. Das riecht spicy. Ich warte süß, jetzt hier und gucke erstmal, wie die süß trinken und ob die, wenn die es überleben, trinke ich auch. Oh, das ist aber auch süß. Bin schlau, guck. Boah, ich mag den Geschmack nicht. Nur kurz Samyang-Soße trinken. Das ist wie Schokolade. Wie zartbitter Schokolade ist das. Ja, aber ist ein Bier zu süß für Bier? Yeah. Alter, das sieht aus. Der Samyang-Bart. Ey, das war die ganze Zeit immer komplett weiß und jetzt ist das hier so richtig so süffig. So das schmeckt wie vom Rauchen abgefiltertes Zeug da drin. Ja, das hat einen besonderen Touch, sag ich mal. Also laut Flasche heißt es Schokolade, trocken, Schokolade, würzig, trocken ist auch, weinartig, würzig, sauer, feinartig, holzig, Espresso. Sauer, holzig und Espresso auch noch dabei. Genauso schmeckt das. Und durch dieses Bier, ne, mit diesem Meerschweinchen da auf der Verpackung, das sah auf jeden Fall richtig stark aus. Also so eine Farbe, so eine Konsistenz, das hast du nur einmal, ne? Aber wir haben noch die zwei Wölfe übrig, die haben nochmal 1% mehr, die sind nicht 7,5, sondern 8,5. Ihr seid begeistert, ich bin es auch. Kompletter Wahnsinn, guckt ihr das an, der Tornado kommt.
Papier. Mit Papier, das mit ist Papier. Eine Herausforderung. Das Bier mit Papier. Jetzt ja, geht's nämlich Runde 3 an die kleine Pokémon-Sammlungs-Fan-Edition von Niantic's Bier-Edition, was die jetzt Special-Edition-mäßig rausgebracht haben. Im Jahr 1900, wo sind wir gerade? 1922. Oh, das ist aber schon ein bisschen. Wir haben jetzt auf jeden Fall. Warum liegt das denn auf dem Boden? Da muss man. Da hingelegt haben. Ey, hier ist jetzt das Zune, das. Da hat doch schon jemand dran rumgenuggelt, das sehe ich doch. Da sind auf jeden Fall jetzt zwei Schafe drauf. Guck, das eine bellt gerade und das andere. Das bellt. Miaut. Guckt interessiert. Das ist nämlich ein Baldig-Dubbel. Deswegen sind auch zwei Schafe drauf. Das hat 8,5%, seltenes Bier, 0,3. Und wie viel Prozent hat es? Ach so, 8,5. Ah, ist das lustig. Hier steht 5-mal World's Best Bier. Stehe ich gar nicht. Wenn das andere 4-mal Best Bier wurde, wie alt ist das denn? Oder wird in jedem Jahr 10 verschiedene Sachen für das Beste? Es hat 5-mal den Award dafür bekommen. Ja, aber wenn das andere schon 4 hatte und das andere auch 4, dann kann das in dem gleichen Jahr das gar nicht gewesen sein. Das sind ja schon 30 Jahre Bier. Auf jeden Fall haben die Wölfe uns überzeugt. Hier, guck, da ist, ach, das sieht so edel aus, oder? Da ja, ist schon kommt ja auch aus in Amerika. Musst du dir so eine Papiertüte nehmen um deine Flasche rum und hier ist die einfach schon automatisch dabei. Und du möchtest das jetzt aufmachen, ohne dass du oben das wegmachst, sondern einfach nur direkt öffnen. Wie ein Profi. Schwierig mit dem Papier drum. Ich wollte schon immer wissen, wie so ein Schaf schmeckt. Na, da fliegt der Deckel nicht weg, ne? Nee, das du musst ja nur Selbstvertrauen haben und einfach durchziehen. Glaub an dich. Komm hier, Jacka, du schaffst es. Es ist zu viel Papier drumherum. Quatsch. Kriegst du nicht, das ist zu viel Papier. Du hast doch gar keinen Hebel da. Ja, weil du kein. Ja, wie willst du denn hebeln, wenn es Papier drumherum ist? Guck mal, geh mal hier hinten in meinen Finger rein. Da. Nee, da. Ja, da ist ja auch kein Papier gerade dran. Da gehst du rein. Ja. Ja, und jetzt zieh einfach mal hoch. Zack. Ja, da war ja auch kein Papier. Aber wie er schummelt hier. Er schummelt. Hätte mich ja gewundert, wenn meine Hand aus Papier ist. Aber trotzdem. Guck mal, das ist die einzige Stelle, wo kein Papier dran war. Ach, und die hast du vorher nicht gefunden. Die habe ich nicht gesehen, nee. Und ich habe keine Brille auf und sehe die nicht Papierstelle. So. Ist das jetzt auch Samyang-Soße? Nee, das ist. Das sieht sehr. Es sieht ein bisschen. Etwas heller. Bernsteinmäßiger aus. Bern, das Brotsteinmäßig. Ja. Das ist auf jeden Fall die zwei Schafe. Ne? Legen das wieder hier hin. Irgendwann macht's Klatsch. Wir nehmen mal hier den Zirkusbecher. Und sagen Prost. Dann können wir mal gucken, wie die Schafe schmecken. Hoffentlich noch ein Gürtel. Ne? Das schmeckt. Was? Es schmeckt besser wie das letzte. Ah, wesentlich besser, ja. Nicht so süß. Wesentlich besser. Wesentlich besser. Das mit den Eulen war widerlich. Also irgendwie zu süß für Bier. Süß und Bier passt für dich. Das war ganz komisch, das andere davor. Mhm. Das kann man echt gut trinken. Das schmeckt lecker. Es gibt auch wieder einen helleren Bierbart. Also das ist wesentlich angenehmer, zwar auch noch recht süß. Also ich mag, also ich finde, im Bier hat nicht so viel Süße zu suchen. Hallo Melanie. Nein, manchmal so herb ist es echt nicht, aber es ist süffig. Nein, ich bin Bier-Junk gar nicht, Melanie. Die Chaos-Lady. Oh live. Das ist die Kost-Lady. Die kostet immer. Das wird noch gesperrt. Ja, aber dass das mehr hat, aber trotzdem besser weggeht. Ich dachte immer, je mehr es hat, desto schlimmer ist es vom Trinken her. Aber wahrscheinlich muss das Bier 100% haben und dann geht das wie Wasser oder so. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es kommt ja auch auf die Zutaten drauf an. Das darfst du immer nicht vergessen. Das liegt an den Wölfen. Das liegt an den Schafen, genau. Schon hammer's. Also das war okay. Hat euch das jetzt am besten von den dreien Papierbieren geschmeckt? Ja, definitiv. Obwohl, ich fand, das erste war noch das Beste davon. Was war das erste? Wobei stimmt, das erste war das leichteste. Schreibt es mal in die Kommentare, was das erste war. Oder? Das war der Adler. Ich kann mich nur erinnern, dass das zweite eine Hatewelle abbekommen hat und deswegen geht es leider nicht mehr. Der erste war der Adler. Keine Eulen. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall eine neue Location suchen. Ja. Das sollte meine Freundin nie hören. Und dann haben wir noch drei Stück. Wir haben noch zwei Dosen und ein Faxe. Und das ist dann der Rest wahrscheinlich. Ne? Peace out. Vorhaut. Oh. Euer Ramses. Oh,
So, er will aufnehmen. Geht los. Ich hab schon getrunken, hallo. Ich weiß nicht, wo du das hinhältst. Hier sieht es auf jeden Fall sehr düster aus. Lass mich das, ich muss das kurz auschecken hier für mich. Was denn? Nein, ich muss auschecken für mich, wo es am besten aussieht. Ich erzähle euch jetzt eine gruselige Geschichte. Er nimmt auch schon auf. Na, eigentlich, wenn es hinter der Kamera ist, so auf einen drauf. Ach so. Und nicht gegen die Kamera und okay, dann komisch. Gut, ich hab's. So, willkommen bei Agro TV. Wir haben auf jeden Fall heute wieder drei Remixes am Start. Der erste Remix ist hier dieser. Hinter die. Na, ist egal. Das ist vor immer noch. Hinter. Das ist immer noch vor. Hinter. Ich glaube, das ist. Der Hopf und Malz, der ist verloren. Das ist hinter. Jo, Mai. Das ist nämlich hier. Das deutsche Pilsner, da ist auch hier der Deutsche drauf, der mit den weißen Zähnen und der roten Zunge, mit dem komischen Afro-Look. Das ist Pilsator Pilsner. Kennt ihr Pilsator Pilsner? Pilsator Pilsner hat ungefähr grob über den Daumen gebrochen, 5,0%, ne? Hat jetzt so ein Dreieck drauf, das ist sehr gut. Das heißt, die Che Naja muss jetzt den Pilsator öffnen. Oh Gott. Wir drehen den Pilsator rum und schenken den. Guckt euch den Hintergrund an. Pilsator in diese Gefäße. Eine schöne goldene Farbe. Dass wir schauen, wie der Pilsator schmeckt. Ei, guckt ihr das an? Adi Schatz, alles Gute. Gute. Adi Schatz, alles Gute. So, tun wir die mal darüber. Das mittlere wolltest du ja immer nehmen. Ja, ich bin der Mittelsmann, ne? Guck dir das an. Jetzt haben die schon zwei Leuchten aufgestellt. Dann hier Prost. Geprost. An die Meditalis Mädels. Und deswegen, ja, probieren wir mal. Sehr mild. Ist aber was. Ja. Schmeckt lecker. So ein richtiges frauenmildes Bier. Mhm. Alter! Milde Rau! Das hängt immer da oben drin. Frauenmildes Bier ist das. Ja. Hab ich gut ausgesucht. Vor allem leuchtet sie nicht einfach noch irgendwo hin. Das ist das Beste bis jetzt aus dieser Nein, Runde. Das stimmt nicht. Nee. Ist das erste aus dieser aus Runde? Aus dieser Runde, ja. Das Beste, verstehst du das? Ich hab's verstanden. Leute, mir nicht so ins Gesicht. Aber das hat ja noch harte Konkurrenz, ja. Weil der Brinkhoffs ist noch dran. Und wegen dem ist das überhaupt heute jetzt entstanden. Ne? Es ist sehr mild. Es ist ich feiere den Hintergrund. Nach diesem ganzen schokoladigen, süßen Kack ist das sehr angenehm. Das ist das Bier mit dem besten Hintergrund. Ja, das ist ein guter Geschmack für Bier. Ja. Zu süß ist kein Bier. Nee. Kein Bier, aber ein Hintergrund. Aber auf jeden Fall da. Ne? Guck doch mal das Licht da an hier. Guck mal hier ein Handy, aber da ist der Hintergrund, Alter. Da ist der Hintergrund! Da ist der Hintergrund! Da! Wenn du nochmal leben würdest, würdest du alles genauso machen? Nein, ich würde gleich diesen Hintergrund wählen. Oh, da müssen wir uns aber beeilen, der Akku ist gleich leer. Vielleicht schaffen wir noch beides rein. So, ich bin Finch Asozial, das ist Agro Berlin. Und wir haben jetzt hier das Brinkhofs am Start. Ossi! Guck, da ist es nämlich. Das gute Brinkhof und mit diesem hat alles angefangen. Denn der Marc niemals hat mir ein Bild geschickt von Brinkhofs, hat gesagt, na, was ist los hier? Ich habe gesagt, kenne ich nicht. Was? Kennst du nicht? Und dann hat er das geschickt. Naja, du bist ein Paar. Das war das, wegen dem überhaupt das Paket kam. Weshalb wir gesagt haben, wir machen ein Bier-Tasting. Jetzt muss die Jenna, das aufmachen. Hoppa! Wir schauen mal, wie das Brinkhofs schmeckt, was schon wieder überall rumfliegt, außer im Becher. Das ist sehr hell. Becher. Oh. So, ich nehme die mit. Ich nehme hier. Und ich nehme die mit. Geprost! Das gute Brinkhofs. Kennt das der Manns? Nee. Ganz bestimmt wieder den Rest ausschlotzen dann, wenn die Girls fertig sind. Deswegen probieren wir mal Springhoofs. Ja. Süffig, aber sehr, sehr lieblich. Ja, wollte ich gerade sagen. Sehr nichtssagend. Lieblich ist doch kein Sekt. Es ist sehr nichtssagend. Also es ist sehr.
Also herb ist es definitiv nicht. Es besteht irgendwie nur noch aus Schaum. Süffig könnte man sagen. Ne? Herber, wenn das heißt süffig, aber sehr, sehr lieblich, dann klingt das wie ein was Gutes und ein was Schlechtes, aber ist lieblich dann nicht trotzdem auch was Gutes? Ja, es ist ein die wollen wieder herb. Das hat so eine leichte herbe Note im Abgang. Die wollen was Herbes, um sich dann zu beschweren, dass es herb ist. Also nein, das stimmt Herpes. Doch Herpes? Kennt man. Also sagen, dass man so schlecht schmeckt es nicht. Aber es ist jetzt auch nicht überragend. Nee, das ist so ein Mittelmaß. Halt mal fest, mal ganz trinken, ne? Genau. Das ist das Feedback der Runde, sag ich doch immer. So, wir haben nämlich noch genau einen Humpen übrig. Das ist das Fax. Und dann wollen die noch mal irgendwie ein Rewe und Butter Chicken fürs Armbrot. Wir müssen uns jetzt aber auch mal ranhalten, nur nochmal. Eis. Und ja, deswegen. Okay. Das blendet doch in der Kamera. Ach so, Entschuldigung. So. Doppelt beleuchtet. Jetzt bin ich ja doppelt beleuchtet. Guck mal an hier. Guck, was ist das denn? Kommt ein LKW entgegen oder was? Jetzt haben wir auf jeden Fall hier eine Dose. Faxe. 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 Der Park Seelohne ist ein See in der niedersächsischen Gemeinde Isernhagen in der Region Hannover. Haben wir wieder was gelernt, ne? Was war das denn? Faxe Brewery Denmark in der Collectors Item Edition Quality Lager Bier 1 Liter mit 5,0. Das kennt man ja eigentlich. Wenn man das rumdrehen, sehen wir hier die Hanseaten, ne? Da sehen wir hier den Bogenschützen, der hat ein Tattoo am Bein, wo er das auch wieder her hat. Guck mal vor seinem, was siehst du das hier? Was ist denn jetzt schon wieder? Da hängt das Bim. Da hängt. Da hängt. Da hängt was drauf. Da liegt ein Kürbis. Da ist noch ein. Das ist auch da und deswegen gehen wir jetzt mal hier hin, drehen das mal rum. Nee, war es so rum oder andersrum? Oh Gott, hoffentlich kriege ich das so hin. Ich weiß es gar nicht. Zieh! Oh Gott, ich hab die Nägel nicht dafür. Ah, jetzt. Ah, ich hab Finger ist ab, ist schon mal gut. Ich drehe es an meinem Bauch rum, ne, damit ich es dann einschenken kann. So. Da kann man ja theoretisch hier fast eigentlich den ganzen Becher voll machen. Das ist ja eh ein Liter, ne? Oh, da ist aber alles in den Ärmel. Wie feucht ist hier da? Wie feucht ist Jenny? Das sind, ach du, oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist... Wobei, so stehe ich für meinen Namen, wie feucht ist Jenny. Ich stelle das einfach mal hier runter. Nehme das Bier in der Mitte. Ich glaube, das schmeckt euch am besten. Geprostet! Auch ohne Faxen, ne? Oh, das habe ich gesehen. Ich dumm grinst, das schneidest du raus. Darf man sie nicht sehen? Nee. Ach so, gut. Was? Auch so, nee. Die darf man nicht sehen. Das ist der Kameramann. Nein, der Lichtmensch. Ja, eben. Behält ihn dann die Kamera. Ich habe irgendwie nur Schaum bis jetzt. Bisschen leicht, oder? Ich kann bis jetzt noch nichts sagen, ich habe nur Schaum gehabt. Ich glaube, das letzte hatte mehr Präsenz, ne? Also, ja, irgendwie schon. Das letzte war besser. Aber das ist ja auch nur das 5-0. Wir brauchen ja eigentlich das Red Eric oder das andere. Es ist sehr leicht und sehr angenehm. Es ist nicht herb, es ist nicht süß, es ist wirklich ein sehr leichtes. Leicht und angenehm. Durchschnittliches, leichtes Bier. Ja. Finde ich Abschluss gut. Ja. Ne, also, muss ich sagen. Ja, dann wird ganz der gleiche Becher nochmal voll machen. Für den Abschluss, da ist noch ein bisschen was drin. Das war trotzdem gerade eben die Ranke. Also ich muss sagen, ich weiß nichts mehr, das kann man trinken. Sehr angenehm. Wirklich sehr angenehm. Ich fand den Red Eric richtig cool zum Beispiel, den die Shania geschickt hat. Der hat so eine richtig edle, komplett super Dose gehabt. Kennst du Faxe Red Eric? Nee. Ich hast schon mal die Dose gesehen? Bei dir im Video, ja. Ich schick dir ein Bild. Wie bei mir im Video? Wie mit dir selbst geschickt? Wo gab's das denn bei mir im Video? Ich hab ihn mit mir selbst geschickt. Das kann sein. Und dann habe ich es gedrungst und deswegen...
Ich kenne es auch vom Unboxing getrinken. Vom Trinken her hast du, glaube ich, kein Video, weiß ich nicht. Es muss ja nicht immer das Schwarze sein. Es braucht nicht das Weiße. Das Rote ist irgendwie richtig heftig und genial. Aber ansonsten denke ich mal, euch haben bestimmt alle Biers geschmeckt oder gab es eins, was ihr gar nicht wolltet? Bier war widerlich. Das was? Das Espresso-Bier. Das Reudenbier. Ach, wo die Eule, das Papierbier mit der Eule drauf. Die Eule ist hier. Nee, die Eule war absolut zu. Ging gar nicht. Zu süß, die war nicht. Warte, also so. Das ist die Eule. Dann so. Das war gut. Bruce. Jetzt kommt ein Ranking. So. Warte. So. Yeah, dude. So. Man. So. Enough talk. Und das Faxe, das Faxe würde ich hier so als Mittelding nehmen. Ja, dann nimm halt mal, da steht's doch. Ja. Guck. Faxe, das wäre mein Ranking. Wie sollen denn die Zuschauer das sonst erkennen, ne? Wenn das nicht daneben steht? Also, hä? Das Zitrusbier war das schlechteste, wo nee, du die ganze Beste. Zeit ist andersrum, das geht nach hinten. Ah, das nimmt ab. Also das schlechteste mit ganz weitem Abstand war die Eule das schlechteste. Ja. Dann kommt da Hamster, dann das Faxe, dann die zwei Schafe, dann das Kronen, das Warsteiner, der Löwe, Grüße an Stefans Bräu, Brinkhoffs, wegen dem das entstanden ist, der Bilger, der Typ aus Dortmund, der Heineken, der ganz klein ist. Brauchst dich nicht verstecken, du warst der Zweite. Das kleine Holländer, die sind so klein. Na, die Holländer sind die geilsten. Und dann das 5-0 Original. Wer trinkt immer 5-0? Der Ramses, ne? Ich glaube, die Shania und ich werden halt unserer Meinung sagen, das ist die Dings. Und dann kann man, das lass mal so stehen. Bist du einverstanden? Ja, absolut. Ja, ich enthalte mich meiner Stimme. Absolut Wodka. Ja. Der war heute nicht dabei, ne? Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ich bin der Bierschaffel. Tschüss, Kameramann. Ich hab grad nichts zu trinken.